Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sinnedomme. Heute habe ich mir einen Fantasy-Streifen vorgenommen und frage mich inzwischen, warum eigentlich. Heute geht es um Dungeons & Dragons. Wir beginnen wie gewohnt mit der Story und da bin ich schnell fertig, weil die ist so mega klischeehaft und rattert so die typischen Steps von so einem klassischen Fantasy-Geschichtchen ab. Es gibt so die Schurken, die ungeschliffenen Diamanten sozusagen, die halt in ein Abenteuer hineingezogen werden und lernen dann hier eine Magierin kennen und dann kommt noch ein Zwerg dazu und dann noch eine Elfin und dann haben wir so die klassische Zusammensetzung mit Schurke und bla und die kämpfen dann gegen den bösen Obermagier, der eben hier das Reich unterjochen will und das an sich wäre ja nicht schlimm, wenn sie wirklich gut erzählt worden wäre und mit einigen eigenen Ideen noch angereichert hätte, aber der Film kommt nie über den Standard hinaus und schafft es auch immer mal wieder unten drunter durchzuschießen, also wirklich, wirklich nicht gut. Da kann ich leider nur 3 von 10 Punkten geben bei der Story. Und da geht's dann gleich weiter, Figuren und Darsteller. Da haben wir wirklich, also Jeremy Irons, der eigentlich sehr bekannt ist, der aber hier so lustlos spielt und so overacted, dass es einem schon wehtut. Und auch die anderen Darsteller, die spielen so hölzern und sind so schlecht und und auch die Figuren, die sie darstellen, das ist fast noch schlimmer wie die schlechten Darsteller, weil die Figuren sind so mega klischeehaft, keine eigenen Ideen drin. Der Film hat eine mega rassistische Rolle, weil da so dieser richtig pseudo-coole, witzige Schwarze, der so wirklich alle Klischees, die man an Hollywood hat, bestätigt. So. Der funktioniert nur als Idiot und Sprüchegeber und bla. Und also wirklich, wirklich katastrophal. Da kann ich auch nur sagen, 3 von 10 Punkten. Es gibt ein, zwei von den weiblichen Darstellern, die machen ihre Sache einigermaßen gut. Deswegen gibt es hier keine noch niedrigere Wertung, aber alles in allem katastrophal. 3 von 10 Punkten. Was auch katastrophal war, war die Atmosphäre und das Design. Atmosphäre kommt nicht so richtig auf, weil irgendwie alles so hingeschludert und billig wirkt und auch das Design, muss ich sagen, das Dungeons & Dragons Universum gibt so viel her und dann, ich weiß nicht, die Kostüme sind nicht so cool designt, die Drachen sind nicht so toll designt, Orte und Umgebungen sind nicht so gut designt, die Figuren an sich sind nicht so toll gestaltet und also da passt irgendwie auch fast gar nichts. Es gibt so ein, zwei kleine Stellen, wo ein bisschen Atmosphäre aufkommt, was auch wieder verhindert, dass es hier noch schlechter abschneidet, aber auch hier wieder nur 3 von 10 Punkten. Dann habe ich gelacht bei dem Film. Ja, ich habe manchmal gelacht, aber nicht über die Witze, sondern weil ich es nicht fassen konnte, was die da tatsächlich abziehen und wie schlecht es eigentlich ist. Deswegen, gerade wie gesagt, die Rolle von dem Schwarzen, die ist wirklich, das tut schon richtig weh. Von daher, es gab noch ein, zwei andere Situationen, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste. Deswegen gebe ich hier 2 Gnadenpunkte, 2 von 10 Punkten für Humor. Schnitt und Kamera gehört noch mit zum Besten, was der Film so bietet. Die Schnitte sind solide und die Kamera ist auch solide, also Durchschnitt. Deswegen gibt es auch die Durchschnittswertung 5 von 10 Punkten. Dann kommen wir zu einer Kategorie, wo bei einem Fantasy-Film relativ wichtig ist. Das sind die Effekte und auch die Action. Wo ich da sagen muss, die Effekte sind katastrophal. Die waren auch schon zu der Zeit, als der Film erschienen ist, katastrophal. Also selbst in Computerspielen zu der Zeit sahen die Effekte teilweise schon besser aus. Und das ist halt echt traurig und macht halt viel von der Atmosphäre im Film auch kaputt. Weil und auch so einige Designentscheidungen, wo ich sagen muss, ich verstehe das halt nicht. Da die Rüstungen sehen alle aus wie Plastik, dann die Panzerung von der weiblichen Elfin, das sieht ja auch mit ihren Plastik-Brustpanzer mit den Megatitten drin und also wirklich
Um Himmels Willen, was haben sie sich dabei gedacht? Das sieht nicht nur billig aus, sondern auch noch peinlich. Und ja, wie gesagt, die Drachen ganz, ganz schlecht gemacht und die Magie-Effekte ganz, ganz schlecht gemacht. Und was allerdings, der Film hat durchaus Action drin und das ist auch so das Einzige, wo er immer so ein bisschen zu unterhalten weiß. Deswegen gibt es hier 4 von 10 Punkten wohlwollend. Was die Spannung angeht, kann ich sagen, ja, es ist so knapp unter Durchschnitt, weil wie gesagt, es ist halt alles so klischeehaft und vorhersehbar. Aber das machen ja viele andere Filme auch, deswegen gibt es hier 4 von 10 Punkten. Was wiederum ganz okay war, war der Soundtrack. Den fand ich jetzt solide, bisschen besser als solide, da kann ich sagen sogar 6 von 10 Punkten. Aber jetzt kommen wir zur Genrewertung. Also in einem Genre, wo es Perlen gibt wie die Herr der Ringe Trilogie und der Sternwanderer, da ist natürlich dieser Film ein Schlag ins Gesicht. Und also wirklich, wirklich katastrophal mit den Kritikpunkten, die ich vorhin erwähnt habe, macht es das Ganze noch schlechter. 3 von 10 Punkten in der Genrewertung. In der Gesamtwertung, Leute, die sich dann nicht so dran stören an den Klischees oder die noch nicht so viele Fantasy-Filme gesehen haben, für die funktioniert der Film vielleicht tatsächlich sogar noch ein Ticken besser. Deswegen 4 von 10 Punkten in der Gesamtwertung, weil er halt auch dadurch, dass er so schlecht ist, so ein gewissen Unterhaltungsfaktor hat, aber es ist wirklich kein guter Film. Ich hoffe aber, mein Video war gut, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, bei Anregungen oder Kritik ab in die Kommentare, ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Macht's gut, bis dann.